Die Raumfahrt-News in unter 60 Sekunden. SpaceX hat mit 48 Starts für die Falcon 9 die Trägerrakete mit den meisten Starts in einem Jahr überhaupt. Der wichtigste Termin des Jahres, das deutsche Hashtag TeamSpace, trifft sich auf dem Space Creator Day in Speyer. China steht kurz vor der Vollendung seiner Raumstation. Die europäische Ariane 6 fliegt frühestens Ende 2023. Samantha Cristoforetti gibt erste Pressekonferenz nach Langzeitaufenthalt und SpaceX-Flug. Amerikanische Raumanzüge wieder einsatzbereit. Elon Musk und SpaceX werden Service in Ukraine für Starlink auf Eigenrechnung weiter betreiben. Eine Starship-Explosion auf dem Startpad würde das Programm laut Elon Musk um ein halbes Jahr verzögern. Das und noch viel mehr mit allen Hintergründen in voller Länge nur auf YouTube in den Senkrechtstarter Raumfahrt-News. Fangen wir zuerst mit den Starts der vergangenen Woche an. Endlich wieder in Hamburg im Senkrechtstarter-Studio haben wir uns am Donnerstag zusammen den SpaceX Starlink-Start angesehen. Lief wie immer alles am Schnürchen und Booster 1062 hat mit 10 erfolgreichen Starts und Landungen Zweistelligkeit erreicht. Auch die 54 Starlink-Satelliten wurden erfolgreich ausgesetzt. Aber nicht nur das, mit bereits 48 Starts in diesem Jahr ist die Falcon 9 die Trägerrakete mit den meisten Starts in einem Jahr überhaupt. Und das Jahr ist noch nicht zu Ende. Dass man seit 74 Starts auch alle Landungen hinbekommen hat, ist ja mittlerweile schon keine besondere Meldung mehr. Der Start um 16.50 Uhr MESZ fand von der Space Force Station in Florida aus statt. Wenn die News am Sonntagmorgen erscheinen, sollten die beiden angekündigten Soyuz-Starts erfolgt sein. Der Start der Soyuz 2.1V mit geheimer militärischer Nutzlast sollte ursprünglich schon am Dienstag, den 18. Oktober, von Plesetsk aus erfolgen, wurde dann aber immer wieder verschoben. Nicht zu verwechseln mit den Soyuz-Raketen auf R-7-Basis, die Soyuz 2.1V, die sieht nochmal ein bisschen anders aus. Nach Plan wäre der Soyuz-Start am Samstag, den 22. Oktober. Geplante Startzeit ist 21.57 Uhr MESZ an Bord der Soyuz 2.1B. Mit Fregat-Oberstufe ist ein Gonietzk-M-Kommunikationssatellit. Startplatz ist Vostochny. Ich kann noch nicht sagen, ob es grandios wird oder legendär in die Hose geht. Und das meint mich. Ich plane fest ein, am Samstag, den 22. Oktober, den GSLV Mark III Start aus Speyer zu streamen, also mit meinem mobilen Setup. Im besten Fall mit ganz vielen Special Guests. Wenn die News am Sonntagmorgen erscheinen, wird das vermutlich schon gewesen sein. Ich könnte mir vorstellen, dass es Spaß macht, das nachzuschauen. Geplante Startzeit des indischen GSLV Mark III Starts ist 20.37 Uhr MESZ und an Bord OneWeb Internetsatelliten. Die erste kommerzielle Nutzlast tatsächlich für diese Rakete. Und wenn dich die Technik der indischen Raumfahrt mehr interessiert, unbedingt meine brandneue Technik-Episode über die indische Raumfahrt schauen, verlinke ich dir unter dem Video. Der Start der Woche wird natürlich der erste Space Creator Day aus dem Technikmuseum Speyer sein. Alles, was Rang und Namen hat im deutschen Hashtag Team Space, wird da sein. Ja, wie es war, das erfahrt ihr dann in den nächsten News. Bevor wir zu den eigentlichen Raumfahrt-News kommen, wenn dir das Video bis hierher schon gefallen hat, lass dem Video gerne ein Like da. Und wenn du die spannenden Entwicklungen in der Raumfahrt nicht länger verpassen möchtest, genau, unbedingt Senkrechtstart abonnieren. Wir nähern uns mit großen Schritten der ESA-Ministerratskonferenz im November. Das ist der wichtigste Termin für die ESA, weil hier alle großen Budgets verhandelt werden. Für mich einigermaßen überraschend, dass man jetzt noch vor der ESA-Ministerratskonferenz zeigt, wo die europäische Raumfahrt aktuell versagt. Das Weltraumteleskop Euclid und die Asteroidenmission Hera der ESA werden mit einer Falcon 9 von SpaceX starten. Wir hatten ja gerade erst den Einschlag von der NASA-Sonde DART auf dem Asteroidenmond Dimorphos. Ein Ereignis, was weltweit für Aufsehen und Lorbeeren für die NASA gesorgt hatte. Ursprünglich sollte DART von der europäischen Sonde Hera begleitet werden. Da war die ESA allerdings sowohl bei der Genehmigung als auch aktuell mit Startkapazitäten zu langsam. Und da, soweit ich weiß, das Didymos-System die nächsten 100 Jahre der Erde bei seinen Umläufen um die Sonne nicht mehr ganz so nahe kommen wird wie aktuell, gibt es auch eine gewisse Eile. Da will man sich ganz offensichtlich nicht auf eine zeitnahe Fertigstellung der Ariane 6 verlassen und so wird Hera 2024 mit einer Falcon 9 starten. Ebenfalls zum SpaceX-Meilensammeln der ESA beitragen wird Euclid. Euclid ist ein Weltraumteleskop, das wie James Webb am L2 Lagrange-Punkt stationiert werden soll. Euclid ist eine Wissenschaftsmission aus dem ESA Visions Programm. Das sind die ganz, ganz spannenden Science-Missionen der ESA. Da lohnt es sich wirklich reinzuschauen. Ja, und dieses Weltraumteleskop, das soll die dunkle Materie und deren Verteilung im Universum erforschen. Ursprünglich sollte Euclid mit einer Soyuz von Kourou aus gestartet werden. Da Russland als Reaktion auf die westlichen Sanktionen nach dem Einmarsch in die Ukraine den Soyuz-Startbetrieb von Kourou aus eingestellt hat, ja, da brauchte man dann Ersatz.
Das Soyuz-Raketenproblem hatte auch die ESA Earth Care Mission. Sie soll Aerosole, Wolken und deren Einfluss auf Strahlung in der Erdatmosphäre untersuchen und so Klima- und Wettermodelle exakter machen. Also wirklich auch eine wichtige Mission. Da nur 1,3 Tonnen schwer, wird man EarthCare jetzt mit der Vega C starten. Die hat ja gerade im Juli ihren Jungfernflug absolviert. Eine der wenigen guten Nachrichten für die ESA in diesem Jahr. ESA Science Mission, da war doch noch was. Richtig, ExoMars. Der europäische Mars Rover Rosalind Franklin. Genau, das war die Frau, die die Struktur der DNA erschlossen hat, aber die beiden anderen Dudes haben dann den Nobelpreis dafür bekommen. Typisch. Coole Frau und im Prinzip auch ein cooler Rover, wenn da nicht Russlandkrieg wäre. Meiner Meinung nach völlig richtig hat die ESA dagegen entschieden, den Rover dieses Jahr mit der russischen Proton und einer russischen Landesonde zu starten. Problem nur, dass man weder über eine eigene Landestufe noch über eine einsatzbereite Trägerrakete verfügt, um zum Mars zu kommen und dort zu landen. Die bevorzugte Option der ESA ist der Start von ExoMars im Jahr 2028, was den Bau einer neuen Abstiegsstufe erfordert. Dafür würde die ESA bei der Ministerratskonferenz Gelder beantragen. Da das hauptsächlich ein britisches Projekt ist, könnte ich mir vorstellen, dass das im Politchaos der Insel gerade unter die Räder kommen wird. Wobei es natürlich richtig geil wäre, wenn wir die Fähigkeiten des propulsiven Landens auf anderen Himmelskörpern auch in Europa hätten. Bisschen Zeit ist ja noch und wie ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher sagte, wäre der Rover auch dann noch wissenschaftlich nützlich, wenn er erst 2028 starten würde. Mehr ein europäisches Problem als ein Problem der ESA sind die europäischen Galileo-Satelliten. Das System wurde von der Europäischen Union finanziert. Noch ist es nicht voll einsatzbereit, dafür braucht es 24 Satelliten, aktuell sind es 22. Weiter müssen auch langsam die ersten Galileo-Satelliten durch neu ersetzt werden. Ja, die Galileo-Satelliten sollten übergangsweise, bis die Ariane 6 kommt, weiter mit Soyuz gestartet werden. Aber auch das ist aus naheliegenden Gründen aktuell nicht möglich. Man bekommt ja schon das Gefühl, dass bei all diesen Projekten Ariane 6 wie Deus Ex Machina aus der Kulisse springen sollte. Aber wie die ESA diese Woche bekannt gab, ist trotz Fortschritte gerade auch in den letzten Wochen mit einem Erstflug der Ariane 6 nicht vor Ende 2023 zu rechnen. Was so viel heißt wie, das wird nichts vor 2024. Ich weiß, das ist extrem bitter, aber bei der aktuellen Entwicklungsgeschwindigkeit in der Raumfahrt würde es mich wirklich wundern, wenn die Ariane 6 im Jahr 2030 überhaupt noch kommerziell fliegt. Aber ich bin mir sicher, die Politik wird sich noch eine Aufgabe für die Ariane ausdenken und damit um die Ecke kommen, wahrscheinlich jetzt bei der ESA-Ministerratskonferenz. Bitte, bitte richtig verstehen. Vielleicht schätze ich das völlig falsch ein und ich lasse mich da auch gerne belehren. Schreibt mich gerne an, besonders gerne die Leute, die sich wirklich auskennen mit dem Projekt. Ich denke wirklich, die Ariane 6 ist in einer von Fehlentscheidungen geplagten europäischen Raumfahrt gerade noch der Schwarzlichtleuchtturm und wird mit Sicherheit als eines der großen industriepolitischen Beispiele für Sunken Cost Fallacy in die Geschichte eingehen. Fun Fact, während die Ariane 6 mindestens 3 Jahre später fertig wird, steht China nach gerade einmal 18 Monaten vor der Vollendung seiner ersten Raumstation für eine permanente Besatzung. In China bereitet man sich aktuell auf den Start zur Fertigstellung seiner 3 Modulen Raumstation Tiangong vor. Eine lange Marsch 5B wird vom Wenchang Satellite Launch Center auf der südlichen Insel Hainan den Start übernehmen, wie schon bei den ersten beiden Modulen. Genau, das sind die Raketen, die unkontrolliert wieder auf die Erde kommen. Zumindest deren Erststufen. Die knapp 850 Tonnen schwere Rakete soll Ende Oktober das dritte und letzte Modul für die chinesische Raumstation Tiangong starten. Das dritte Modul, Mengtian, ist strukturell sehr ähnlich zu dem vorherigen gestarteten zweiten Modul, Wentian. Das Modul ist etwa 18 Meter lang und 22 Tonnen schwer. Nach der Fertigstellung soll die Raumstation mindestens 10 Jahre ständig besetzt sein. Wie heißt es so schön? Neid ist die ehrlichste Form der Anerkennung. Wenn die News erscheinen, da ist der Space Creator Day leider vorbei, aber Teil des Hashtag Team Space zu sein, ist ja zu jeder Zeit angesagt und echte Senkrechtstarter, die erkennt man ja an ihrem Outfit und zwar überall. Wenn du noch das passende Outfit für die Zukunft der Raumfahrt suchst, genau unbedingt in unseren Hashtag Team Space Shop reinschauen, verlinke ich dir unter dem Video. Kommen wir zu den ISS News. Am Montag, den 17. Oktober, musste die ISS ein sogenanntes Debris Avoidance Manöver ausführen. Berechnungen von Mission Control am Boden ergaben, dass die Flugbahn der Raumstation gefährlich nah an einem Stück Weltraumschrott vorbeigehen sollte. Damit das nicht passiert, wurden um 21.27 Uhr MSZ die Triebwerke des russischen Segments der ISS plus Triebwerke des Progress MS-20 Raumschiffs für 10 Minuten und 30 Sekunden gezündet, ja, um die Flugbahn der ISS um insgesamt 1,75 Kilometer anzuheben. Dabei wurde die Station um 1 Meter pro Sekunde beschleunigt. Das Manöver hat insgesamt fast 170 Kilogramm Treibstoff verbraucht. Diese Manöver nehmen leider in letzter Zeit deutlich zu, besonderer Dank geht raus an den Antisatellitentests der Russen vor einem Jahr.
Über Weltraumschrott gab es einen super illustrierten Beitrag von Die Zeit, den verlinke ich euch unter dem Video. Während des Außenbordeinsatzes von Matthias Maurer am 23. März diesen Jahres, ihr erinnert euch eventuell noch an meinen Livestream zusammen mit Ian, kam es zu einem kleinen technischen Problem am Raumanzug von Matthias Maurer. Ganz am Ende des Außenbordeinsatzes, während beide Astronauten, also Rajachari und Matthias Maurer, sich schon in der Luftschleuse befanden und der Druck erhöht wurde, begann sich Wasser im Helm von Matthias Maurers Anzug zu sammeln. Da es erst ganz am Ende des Ausstiegs zu diesem Vorfall kam und Matthias seinen Helm einige Minuten später bereits entfernen konnte, bestand nie eine Gefahr für ihn. Das weckt trotzdem Erinnerungen an den Weltraumausstieg von ESA-Astronauten Luca Parmitano im Jahr 2013. Bei diesem wäre er beinahe in einem Raumanzug ertrunken, weil sich nach einer Fehlfunktion Kühlwasser in seinem Helm sammelte. Bestimmt unter anderem wegen dieses Vorfalls stoppte die NASA nach dem erneuten Zwischenfall dann alle weiteren Außenbordeinsätze und schickte Matthias Anzug mit der nächsten Cargo Dragon zurück auf die Erde. Die Untersuchungen des Anzugs, die wurden am 18. Oktober abgeschlossen. Experten hatten den Anzug vollständig auseinandergenommen, hatten jedoch keinen Hardwarefehler feststellen können. Ja, die Experten der NASA vermuten, dass es durch eine Kombination von außergewöhnlich hohen Strapazen von Matthias und ungewöhnlichen Einstellungen des Kühlkreislaufs zu einer hohen Kondensation von Wasser gekommen ist. Infolge dieser Analysen und einer Anpassung der Prozeduren hat das NASA-Management die Raumanzüge auf der ISS wieder für Außenbordeinsätze freigegeben. Bereits im November sollten die nächsten Außenbordeinsätze mit US-Raumanzügen stattfinden, um weiter die Solarpaneele der ISS zu modernisieren. Ihr wisst schon, die rosa Panels, die über die alten drüber gerollt werden. Wie ich bereits letzte Woche berichtet habe, ist die Crew-4-Besatzung der SpaceX Dragon-Kapsel Freedom erfolgreich am Freitag, den 14. Oktober, vor der Küste Floridas gewassert. Ja, allen vier Astronauten geht's prima. Samantha flog sofort nach der Landung mit einem Militärflugzeug der italienischen Luftwaffe direkt nach Köln. Dort landete Samantha am Samstagabend, den 15. Oktober gegen 18.30 Uhr MSZ und wurde dort jubelnd von ihrer Familie, Freunden und Kollegen aus dem Europäischen Astronautenzentrum sowie dem ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher und einigen Vertretern aus der Politik begrüßt. Niklas Nienaß, den wir hier auf Senkrechtstarter ja auch schon zweimal zu Gast hatten, war auch dort, ebenso die Koordinatorin der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt Anna Christmann. Am Dienstag, den 18. Oktober, stellte sich Samantha dann erstmalig nach ihrer Landung den Fragen der Presse. ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher lobte die Minerva genannte Mission von Samantha als Riesenerfolg. Mit ihren nun 370 Tagen Missionserfahrung im All ist Samantha nun die Frau mit der zweitgrößten Raumflugerfahrung weltweit. Nur die NASA-Astronautin Peggy Whitson war mit 665 Tagen länger im All. Fun Fact: Peggy Whitson ist jetzt Beraterin für Axiom und wurde als Kommandantin für Axiom Mission 2 ausgewählt. Aber zurück zu Samantha, die jetzt die europäische Astronautin mit der zweitmeisten Raumflugerfahrung überhaupt ist. Nur Thomas Piquet hat mit 396 Tagen mehr Missionserfahrung als Samantha. Während ihrer Mission durfte Samantha den ersten europäischen Außenbordeinsatz in einem russischen Orlan-Raumanzug auf der ISS durchführen. Dies war übrigens der erste Weltraumausstieg einer Frau aus Europa überhaupt. Und zum krönenden Abschluss, während ihrer Missionszeit jetzt auf der ISS wurde sie Kommandantin des internationalen Segments der ISS und während der letzten zwei Wochen als Teil von Expedition 68 war sie sogar die Kommandantin der gesamten Station. Beeindruckende Frau und definitiv eine Heldin der europäischen Raumfahrt. Frank de Winne, der jetzige Leiter des Europäischen Astronautenzentrums und ehemaliger Astronaut, hat einen Ausblick in die Zukunft gegeben. Während es bereits einen Vertrag mit der NASA darüber gibt, dass drei ESA-Astronauten als Teil einer Artemis-Mission zum Mond bzw. zum Lunar Gateway fliegen werden, wünscht er sich ebenso europäische Astronauten auf der Mondoberfläche. Doch derzeit fehlen für eine solche Mission noch Gelder. Genau, diese Gelder sollen hoffentlich dann bei der im November anstehenden Ministerratskonferenz freigegeben werden. Außerdem empfiehlt de Winne, die Ministerratskonferenz solle sich für Europas Entwicklung eines eigenen astronautischen Zugangs ins All entscheiden. Nachdem bisher so viele europäische Astronauten sowohl mit russischen als auch mit amerikanischen Raumfahrzeugen ins All gebracht würden, sei es an der Zeit, dass dies künftig auch durch europäische Raumfahrzeuge ermöglicht wird. Eine Fähigkeit, die Russland, China und die USA haben und demnächst auch in Indien zur Verfügung stehen soll. Also hier übrigens nochmal meine Empfehlung zu meinem Video über die indische Raumfahrt, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Ich bin wirklich gespannt auf die ESA-Ministerratskonferenz. Ian, der für mich die ISS-News recherchiert, war wieder als Senkrechtstarter Außenreporter auf der Pressekonferenz und durfte genau zu diesem Thema, also astronautische Raumfahrt, an Samantha eine kurze Frage stellen. Hören wir mal rein. Ian Winning for the German YouTube channel Senkrechtstarter. Going back to what Frank de Winne said earlier, developing European access to space. You've flown with the Russian Soyuz, you've flown now with SpaceX Dragon. Would you fly on a European vehicle? Thanks.
Yes, in a heartbeat. I think I've mentioned it before, you know, people always ask you when you come back from a space flight, you know, okay, what's next? What's your dream now? You know, do you dream to go to the moon or to Mars or all these things? Yeah, that's all great. But I think I've arrived to a, you know, time in my life where my dreams are less about myself and my own achievements and ambitions and more about, you know, what can we do collectively? And I think that it would be my dream to see a European vehicle, and you know, I'm sure we'll have many younger, capable astronauts very soon who will be ready to jump on it as well. But you know, if they asked me to do it, I would do it in a heartbeat, and it would be a dream come true. Ich würde sagen, das Glühen in den Augen ist ansteckend. Vielen Dank an Samantha und natürlich vielen Dank an Ian, dass du für Senkrechtstarter wieder vor Ort warst. Das James Webb-Teleskop liefert weiter ab. Ihr kennt bestimmt dieses Bild hier von den Säulen der Schöpfung. Ja, diese Szene, die wurde erstmals 1995 von Hubble abgebildet. Ich weiß noch, ich war als Kind so beeindruckt von dem Bild, dass ich es mir auf dem damals sinnhaft teuren A3-Farbdrucker meines Vaters als Mosaik ausgedruckt habe, um daraus ein großformatiges Poster für mein Zimmer zu machen. Vermutlich wäre der Kauf direkt eines Posters billiger gewesen als Tinte und Papier, aber hey, es waren ja die Druckkosten vom Papa. Grüße gehen raus an den besten Senkrechtvater da draußen. Das Bild war schon unglaublich schön und hat meine Fantasie beflügelt, aber jetzt schaut euch das Ganze mal von James Webb an. Ich empfehle jedem, sich das Bild im Detail von der NASA-Seite herunterzuladen und anzuschauen. Diese Region, die praktisch vor Sternen überquillt, hat mit Säulen der Schöpfung auch den richtigen Namen, denn hier in den dichten Gas- und Staubwolken bilden sich neue Sterne. Während bei Hubble die dreidimensionalen Säulen noch aussahen wie majestätische Felsformationen, sind sie im Infraroten viel durchlässiger. Diese Säulen bestehen laut NASA aus kühlem interstellarem Gas und Staub, das im nahen Infrarotlicht halb durchsichtig wirkt. Das ist ja ein Hauptpluspunkt an Webb, dass es durch seine Infrarottechnik durch Staub hindurchsehen kann. Und die Rotverschiebung des Lichts erlaubt ihm viel, viel weiter in die Vergangenheit zu schauen, als das bisher möglich war. Ich bin mir sicher, dieses Bild wird so wie mich als kleinen Jungen das Hubble-Bild noch viele, viele Kinder für Raumfahrt und Wissenschaft begeistern. Kommen wir zu den SpaceX-News. Während ich letzte Woche darüber berichtet hatte, dass SpaceX vom US-Verteidigungsministerium für die Bereitstellung des Starlink-Dienstes in der Ukraine gerne Servicegebühren bekommen würde, gab es einen Plot-Twist. Elon Musk schrieb auf Twitter, scheiß drauf, und dass man die Forderung zurückgezogen hätte und man das Ganze dann eben auf eigene Rechnung machen würde. Wäre interessant zu wissen, ob das eine Reaktion auf den Aufschrei in der Öffentlichkeit ist oder war, dass Pentagon vielleicht heimlich Geld rüberwachsen lassen hat, was wir jetzt bloß nicht wissen, oder ob es einfach eine Elon Musk-Laune war. Passend zum Thema Starlink, dazu wurde von SpaceX ein Angebot für Starlink in Flugzeugen die Woche veröffentlicht. Das System soll weltweit einsatzbereit sein und Videotelefonie und Videogaming in niedriger Latenz um den ganzen Globus ermöglichen. Laut SpaceX kann jedes Flugzeug mit bis zu 350 Mbits versorgt werden, sodass alle Passagiere gleichzeitig auf ein streamingfähiges Internet zugreifen können. SpaceX wirbt weiter mit einer Latenzzeit von nur 20 Millisekunden, mit denen es Funktionen ermöglicht, die sonst so nicht in Flugzeugnetzen möglich waren. Als Beispiel wird genannt Videogespräche, Online-Spiele, virtuelle private Netzwerke. Die einmaligen Kosten für die Hardware belaufen sich auf $150.000, was die Installation nicht mit beinhaltet. Die monatlichen Servicegebühren liegen zwischen $12.500 und $25.000. Ja, Schnapper, da ist ja jede Flugstunde von meinem privaten Eurofighter teurer. Aber auch im bisherigen Hauptgeschäft von SpaceX gibt es Neuigkeiten, also in dem Starten von Nutzlasten. Das überaus erfolgreiche Rideshare-Programm, also wo man mitfliegen kann bei einer Rakete, die eigentlich was Größeres transportiert, ja, das Programm wurde aufgebohrt. Bisher hat SpaceX schon über 400 Kunden Nutzlasten durch seine Transportmissionen in Rideshare-Programmen befördert und es sind noch mehrere hundert weitere Nutzlasten für den Start manifestiert. Laut SpaceX ist man 2023 voll ausgebucht und auch 2024 wird es sehr voll sein. Der Run auf Rideshare kam durch die krass niedrigen SpaceX-Preise. $1 Million für bis zu 200 Kilogramm und $5.000 für jedes weitere Kilogramm. Das ist jetzt inflationsbereinigt bei $1,1 Million und $5.500 pro Kilogramm, aber immer noch sehr günstig. Aber man kann schon sagen, das Smallsat-Programm von SpaceX hat sich zu einem spektakulären Erfolg entwickelt. Das neue Update war jetzt kein preisliches, sondern die Möglichkeit, auch unter 200 Kilogramm direkt bei SpaceX zu buchen. Jetzt können Satelliten mit einem Gewicht von bis zu 50 Kilogramm zum absurden Preis von $5.500 pro Kilogramm gebucht werden. Das ist ja gerade für die CubeSats interessant. Die mussten
bisher bei Maklern kaufen, die bei SpaceX größere Kontingente gekauft hatten und dann mehrere kleine Satelliten mit Boxen, sogenannten Dispensern, auf die Slots gebucht hatten. Das Berliner Exelons bietet sowas zum Beispiel an. Die werden es natürlich schwer haben, ihr Geschäftsmodell so weiter zu betreiben. Mit $275.000 für 50 Kilogramm ist da nun eine krasse Preisuntergrenze gelegt. Fun Fact, wer 69 Kilogramm in den Orbit schießen möchte, zahlt bei SpaceX dafür jetzt $420.000. Bei solchen Spielereien wird einem schnell klar, dass SpaceX die Preise offensichtlich relativ frei festlegen kann. Und was passiert in Boca Chica, Texas? Nachdem Ship 24 wieder von Booster 7 heruntergehoben wurde, ist es aktuell wieder on top. Und wir konnten da diese Woche Tests in vermutlich annähernd Designgeschwindigkeit des QD-Systems sehen, also des Quick Disconnect Systems. Das ist der Mechanismus, der die Treibstoffleitung während des Starts schnell von der Rakete zurückzieht. Über 5000 Tonnen potenziell explosionsfähige Stoffe. Klar, wenn da voll beladen etwas dramatisch schief geht, wird das ordentlich was kaputt machen. Dazu genau äußerte sich diese Woche Elon Musk. Man arbeite aktuell besonders sorgfältig, da ein RUD am Pad das Programm zurückwerfen würde. RUD steht übrigens für den schnellen, nicht geplanten Auseinanderbau, wodurch das Programm etwa 6 Monate zurückgeworfen werden sollte. Also laut Elon, also Elon Time, wahrscheinlich ist es eher so 12 Monate. Hoffen wir, dass es nicht passiert, auch wenn es bestimmt schön anzuschauen ist. Deutlich näher dran als der erste Orbitalflug des Starships sind die Starts der kommenden Woche. Ach, ich freue mich schon drauf, wenn ich das nicht mehr sagen kann. Am Mittwoch startet um 2.20 Uhr MESZ von Baikonur eine Soyuz 2.1A mit einem Progress-Versorgungsraumschiff zur ISS. Am Samstag, den 29. Oktober, könnte es eine Reihe von Firsts geben. Virgin Orbit will seinen Launcher One das erste Mal außerhalb der USA starten. Damit wäre es der erste Orbitalstart vom Vereinigten Königreich aus, der erste internationale Start für Virgin Orbit und der erste kommerzielle Start von Westeuropa aus. Naja, und natürlich der erste Air Launch von Europa aus. Also ein Start einer Orbitalrakete von einem fliegenden Flugzeug aus. Könnte spannend werden, wenn da die Startzeit genauer raus ist, dann versuche ich da einen Livestream zu machen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Wenn du diesen und kommende Livestreams von mir nicht verpassen magst, am besten zum Abo noch die Glocke drücken, damit YouTube dich erinnert, wenn ich live bin. Aber das Senkrechtstarter-Abo ist ja insgesamt keine schlechte Idee, denn auf Senkrechtstarter gibt es ja jede Woche mit den News die Neuigkeiten aus der Raumfahrt und mit den Technik-Episoden Hintergrundwissen für dich, wie die beeindruckende Technik hinter Raketenstarts funktioniert. Ein großes Dankeschön geht an meine Schutzengel, die Senkrechtstarter durch ihre regelmäßigen Spenden monetär unterstützen. Das ist wirklich eine sehr, sehr wichtige Sache für Senkrechtstarter. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ohne euch würde es Senkrechtstarter so nicht geben. Als kleines Dankeschön bekommt ihr ja die Videos vorab und ohne YouTube-Werbung. Ihr helft wirklich aktiv mit, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Hashtag Team Space. Ich kann es kaum erwarten, dass wir die nächsten großen Sprünge da draußen unternehmen. Unser persönlicher Apollo-Moment. Wenn es dir genauso geht, like nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.